Ja, das waren einige Bilder, die ich in den letzten Tagen im Wald aufgenommen habe. Für diejenigen unter euch, die mich nicht bei Instagram verfolgen, könnt ihr mal reinschauen. So hat der Wald ja die letzten Tage ausgeschaut, und seit heute, wir haben heute den 6. Januar, sieht der Wald etwas anders aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie er jetzt aussieht, dann kommt's doch einfach mit. Hallo zusammen, Servus, Walking Dead ist mal wieder unterwegs. Ja, wie man unschwer erkennen kann, hat es gestern Abend irgendwann zu schneien begonnen, und heute haben wir doch relativ viel Schnee. So viel hatten wir in den letzten Wochen oder überhaupt diesen Winter eigentlich noch gar nicht. Es hat schon mal geschneit, aber das blieb nicht lange liegen. Wie es jetzt ausschaut, weiß ich noch nicht, ob das liegen bleibt, ob es wieder wärmer wird. Auf jeden Fall endlich mal ein bisschen Winterfeeling im Wald. Ich habe es schon gesagt, wir haben heute den 6. Januar, und an der Stelle, für diejenigen, mit denen ich ja seit Weihnachten und Neujahr nicht mehr kommuniziert habe, ich bin ja da etwas weniger unterwegs gewesen bei YouTube und Instagram, wünsche ich euch, also denjenigen und grundsätzlich jedem, nochmal ein gutes neues Jahr. Und ja, bei Instagram habe ich es mal erwähnt, bei YouTube habe ich die Möglichkeit nicht, mit so einem, was weiß ich, Diskussionsbeitrag oder Forum oder immer, dass ich auch immer verständigen mag, da habe ich die Möglichkeit nicht. Deswegen haben es vielleicht auf YouTube auch nicht alle mitbekommen, dass ich über Weihnachten und Neujahr einfach wesentlich weniger mache, was YouTube und Instagram betrifft. Das ist einfach eine Zeit, die ich ja für Familie, Freiheit und deswegen da auch kaum dabei bin. Und naja, die gegebenen Umstände aktuell machen es einem sowieso nicht so leicht. Einfach irgendwas zu machen. Wenn man in den Wald geht, dann geht es ziemlich zu momentan. Jetzt kommt auch noch eine 15 Kilometer Beschränkung dazu. Und da kann man froh sein, wenn der Wald relativ nah liegt und man gar nicht großartig fahren muss. Trotz der Schneedecke darf man nicht vergessen, dass da unten drunter der Boden aufgrund der ja doch etwas nasseren Zeit, die es in der letzten Zeit hier gab, dass der Boden durch die ganzen Pferde, die hier immer durchreiten, sehr aufgerissen ist. Das Ganze ist dann aber durch die Kälte ziemlich gefroren, und deswegen gibt es hier einen sehr unebenen Weg. Man sieht hier vielleicht etwas, und da kann es ganz schnell sein, dass man mal umknickt. Und deswegen heißt es hier besonders aufpassen. Und ich gehe jetzt einfach hier durch diesen winterlichen Wald. Ist ja schon fast Tradition bei mir hier. Der ein oder andere kennt sie sicherlich aus meinen Videos. Die riesen Ameisenhügel jetzt unter einer Schneedecke. Gestern oder vorgestern waren sie noch frei, aber die Ameisen, die waren natürlich nicht mehr da. Die machen jetzt ihren Winterschlaf. Ja, wie gesagt, fast schon Tradition bei mir, im schönen, verschneiten Wald mindestens mal ein Video. Die Videos bei mir waren in der letzten Zeit etwas rar, bis auf den ja schon fast obligatorischen Kanaltrailer, den ich ab und an einmal ändere, einmal im Jahr. Schauen wir mal, wie weit ich das noch fortführe. Bis auf diese Änderung gab es in der letzten Zeit seit Mitte November kein Video mehr. Ich hoffe, dass sich das dieses Jahr wieder etwas bessert, dass wieder mehr Möglichkeiten bestehen,
zu filmen. Und ansonsten, ja, genießen wir jetzt einfach den schönen Winterwald hier, solange der Schnee da bleibt. Einige von euch hatten ja schon richtig viel Schnee, war ja ganz neidisch. Und jetzt genieße ich den Schnee und ihr vielleicht auch. Ja, ich wusste nicht, wie weit der Schnee im Wald liegt, aber er liegt doch ganz schön. Also es ist auch zwischen den Bäumen ziemlich viel Schnee. Und zur Sicherheit habe ich mir die Gamaschen angezogen. Allerdings, ja, die Dinger hier, der Guss an der Stelle, schöne Grüße, falls er zuschauen sollte, hat die auch vor kurzem mal erwähnt in einem Rückblick auf eines oder auf sein erstes Video. Der hat die damals auch angehabt bei einem Regenspaziergang, kleiner Regentour. Und ich habe mir die damals dann auch gekauft. Wie so oft sieht man etwas und kauft es dann. Naja, und letztendlich muss ich dem Guss an der Stelle einfach recht geben. Wenn man die Dinger anhat, dann mag außen noch so viel Schnee sein, aber letztendlich schwitzt man dann unter den Gamaschen wesentlich mehr. Und wenn man die dann daheim wieder auszieht, dann ist die Hose unten drunter patschnass. Und deswegen, ja, sind die Dinger eher suboptimal, aber man hat sie und deswegen müssen sie auch getragen werden. So, tada. Meine Tochter hat vor kurzem, was heißt vor kurzem, schon ein bisschen her, Kastanien gesammelt und die hat darauf bestanden, dass man im Winter nochmal ein paar Kastanien, die sind zwar nicht mehr die frischesten, aber jetzt ist ja auch sonst Futter eher rar, und ein paar Nüsschen, die Nüsse legen wir allerdings nach unten, vielleicht kommt da mal ein Mäuschen oder was vorbei, oder ein Eichhörnchen, keine Ahnung. Und naja, vielleicht können die Rehe was damit anfangen. Ja, und wir haben jetzt Anfang Januar. Das heißt, gerade jetzt, solange noch so viel Schnee im Wald ist, heißt es aufpassen. Denn das Rascheln im Unterholz ist jetzt etwas gedämmt und wir haben ja immer noch Rauschzeit. Also das heißt nicht, dass ich seit Weihnachten und Silvester ständig besoffen bin. Nein, Rauschzeit vom Schwarzwild, von den Wildschweinen. Das geht noch bis ja, Ende Januar, Februar sowas. Beginnt im Oktober in etwa. Und deswegen heißt es natürlich im Wald aufmerksam sein. Nach wie vor, wir haben hier doch sehr viele Wildschweine in meiner Gegend und da kommt hin und wieder auch schon mal so ein kleiner Maggi-Duft ums Eck. Und dann heißt es natürlich Abstand halten, wenn man nicht unbedingt hier von so einem rauschigen Keiler durch den Wald gejagt werden möchte. Und da lege ich keinen Wert drauf. Doch ziemlich viel Schnee über Nacht und das auch im tieferen Wald innen drin. Außerhalb des Waldes auf etwas freieren Flächen ist der Wind natürlich da und es schneit immer leicht. Das sorgt für zusätzliche Auffrischung. Aber bin ja warm eingebartet und deswegen vom Kopf her schon mal völlig in Ordnung. Handschuhe ziehe ich sowieso fast nie welche an, denn nach einer gewissen Zeit werden die Finger bei mir von allein warm, ich weiß auch nicht. Da brauche ich eigentlich keine. Deswegen war es zu optimal, dass ich die Handschuhe so seitlich an der Jacke, an der Tasche hängen habe. Denn da schneit es dann immer wieder mal rein.
Aber das macht nichts. Die müssen es aushalten. So, ein kurzes Päuschen in einem Häuschen. Ich habe einen Kinderpunsch dabei. Der wärmt auch schön auf. Ich bin jetzt so 4-5 Kilometer bis zu den Wald durch und auch über Felder. Deswegen tut es der Aufwärmung ganz gut und dann machen wir wieder weiter auf dem Weg. Prost! Ah, sehr schön. Man muss ja nicht immer draußen kochen, man kann sich auch mal was mitnehmen. Jeden Tag ein Apfel. Bei mir bleibt beim Apfel immer nur so viel übrig. Kann man alles mitessen. Und Holz kann auch im Wald bleiben. Wie ist hier euren Apfel immer? Immer so. So, bin wieder unterwegs. Ich habe gerade auf meinen Thermometer geschaut. Wir haben minus 3 Grad und hier in der etwas freieren Fläche, wo ich jetzt gerade bin, da weht der Wind doch ziemlich her und hat auch genügend Platz zum Wehen. Und demzufolge ist es auch hier natürlich gefühlt etwas kälter. Deswegen habe ich ja hier mein Buff drüber. Dann weht der Wind einen nicht ganz so kalt und hart an. Ja, was habe ich heute eigentlich an? Bei diesen Temperaturen, falls es jemand interessiert, ich habe am Kopf oben ganz normale Polyestermütze, kein Merino oder sonstiges, einfach nur so Plastik. Dann halt hier ja auch ein Polyester-Buff als Schal und auch mal hier eben um ein bisschen den Wind abzublocken. Dann eine Softshelljacke. Drunter habe ich von der Schweizer Armee so ein Wollpullover, der hält sehr schön warm, und dann noch ein Bundeswehr-Langarm-Shirt. Das war es dann obenrum auch schon. Die ganz normale Bundeswehrhose habe ich an und ja, die Gamaschen, die hatte ich ja schon erwähnt. Momentan fühle ich mich damit eigentlich ganz wohl. Wahrscheinlich kommt erst daheim raus, ob es unten drunter dann recht feucht ist oder nicht in der Hosen drin. Denn wie gesagt, da kommt man recht leicht ins Schwitzen mit den Gamaschen, aber im Augenblick spüre ich nichts. Und das ist ja die Hauptsache. Wenn man eine Übernachtung jetzt machen müsste, dann wäre es vielleicht etwas unangenehm, wenn man dann abends die Gamaschen auszieht und dann ist die Hose nass. Und ganz unten drunter habe ich ganz normale Socken, nichts Besonderes. Und die Quiesport Dakar, mit denen ich nach wie vor sehr zufrieden bin, die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ich zeige es euch auch nochmal oben das Video, falls das einer nicht kennt. Mit denen, wie gesagt, laufe ich also wirklich sehr gut. Ich habe mir die Original-Einlageschalen, die da drin waren, irgendwann mal rausgenommen und habe mir so Gel-Einlagen reingelegt, weil ich unten an den Sohlen immer wieder mal Schmerzen habe bei etwas längerer Laufzeit, und mit dem Gel
Einlagen habe ich das überhaupt nicht mehr. Deswegen sind die damit perfekt, halten auch schön warm. Und bei normalem Schnee, wie hier jetzt zum Beispiel, haben sie auch einen guten Grip, Fibramsohle und ja, das Profil unten nach wie vor in Top-Zustand. So freie Flächen sind jetzt eigentlich nicht so meins. Ich bewege mich normalerweise lieber im Wald. Erstens gibt es da mehr zu sehen und ja, der Wind pfeift auch nicht so her. Aber heute war es eben mal eine lange Runde und wenn ich sonst so mal im Wald unterwegs bin, auch ohne Kamera, dann wären es meistens gerade mal so 5-6 Kilometer, dafür dann aber oft stundenlang, weil es immer was zu sehen und zu entdecken gibt. Und heute, ja, da werden es vermutlich, wenn ich jetzt den Rückweg mit einkalkuliere, alles in allem so 10 Kilometer und auch in der kürzeren Zeit natürlich. Deswegen kann dann auch einmal so eine freie Fläche mit dabei sein, auch wenn es hier, naja, optisch nicht so viel gibt und auch hin und wieder mal eine Straße zu überqueren ist. Das ist halt mal so heute. Ja, man sieht es ja an den Fußspuren, dass es doch ja, etwas runterkaut hat. Ich schätze, das sind jetzt so 8 cm, vielleicht ja, 8 cm seit gestern, ist jetzt nicht berauschend, da haut es woanders weitaus mehr runter, aber fürs erste Mal nicht schlecht und wenn man Glück hat, bleibt es auch etwas liegen, ohne dass es gleich wieder ja, aufweicht und matschig wird, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Jetzt kommt hier eine Straße, über die ich drüber muss und dann bin ich endlich wieder im Wald. Ja, das hier, wo ich jetzt bin, ist auf jeden Fall Wildschweingebiet. Hier hatte ich immer wieder mal ja, mehr oder weniger Begegnungen. Das heißt, Magie in der Luft und auch mal ganz schnell was wegrennen. Und es waren keine Rehe, denn die bewegen sich in der Regel etwas graziler wie Wildschweine. Und
Ja, deswegen heißt es hier natürlich aufpassen. Es wird jetzt auch schon etwas dunkel. Wir haben 16:30. War doch alles in allem heute wieder lange Tour. Man bleibt halt immer wieder mal stehen und schaut einmal wieder ein bisschen was an. Und ja, ihr wisst ja selber, mit Filmen etc. vergeht die Zeit oft viel schneller, als man denkt. Ich mache mich jetzt hier durch den wirklich schönen, verschneiten Wald auf den Rückweg. Ich habe es sehr genossen, endlich mal wieder durch diese hoffentlich etwas länger anhaltende weiße Pracht zu laufen. Und habe es also wirklich, ja, mit Freude gesehen, dass der Wald mal wieder richtig schön weiß ist. Und vielleicht hat es euch auch gefallen, wenn ihr mit Schnee nicht so beschert seid, dann war das vielleicht was fürs Auge für euch. So, ich bin jetzt noch mal ein gutes Stück durch den Wald gelaufen und man sieht, es wurde bereits ja ziemlich dämmerig. Wir haben kurz vor 5 und das ist natürlich um diese Jahreszeit eine Uhrzeit, bei der die Actioncams in der Regel in die Knie gehen und deswegen mache ich an der Stelle jetzt auch Schluss, bevor es noch dunkler wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieser kleine Eindruck gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, hier endlich mal wieder durch den Schnee zu laufen. Und vielleicht bleibt er ja zeitlang liegen. Ja, und ansonsten das Übliche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Ja, und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Servus. Walking Dead.